Wie geht eigentlich Sex? In Russland finden sie das meist irgendwie selbst raus. Weder Eltern noch Schule noch Uni. Aufklärung hatte ich nicht. Wenn, dann eher durch Freunde, aber sonst nichts. Heiraten in Weiß, ja bitte. Aber Sexualkunde ist vielen nicht geheuer. Die wollen nicht, dass man ihren Kindern in der Schule Phallusimitationen zeigt und ihnen erklärt, wie man Kondome drüber zieht. Ist Sex nur was für die Ehe? Für mich ist Jewgeni der erste Mann. Und ich bin nicht mehr 20 und auch nicht mehr 30. Sankt Petersburg. Olga Schogoljewa ist auf dem Weg zu einem Vortrag. Ihr allererster. Zumindest vor erwachsenem Publikum. Drinnen haben sich vielleicht 20 Leute versammelt. Viele Paare, auch junge Eltern. Sie alle wollen von Olga eines lernen: über Sex zu reden. Und zwar mit ihren eigenen Kindern. Das ist auch für mich ziemlich neu hier. Ihr seid so viele. Olga war bis vor kurzem noch Biolehrerin an einem Gymnasium. Sie erzählt, was ihre Schülerinnen sie so gefragt haben. Heimlich. Denn im Unterricht ging das nicht. Aufklärungsunterricht gibt es nicht in Russland. Viele der Mädchen wussten nicht, was die Menstruation ist. Und als sie das zum ersten Mal bekamen, dachten sie, dass sie jetzt sterben oder sowas. Und das in unserer Zeit. Das Publikum hier gehört zu einer Minderheit in Russland. Großstädtisch, eher gebildet, offen für, wie das hier heißt, sensible Themen. Was, wenn das Kind im Internet Pornografie sieht, fragt jemand. Oder was sind geeignete Wörter, mit denen man Kindern ihre Körper erklären kann? Man muss wahrscheinlich erst mal den Erwachsenen erklären, was eigentlich alles zum Thema Sex gehört. Dass es nicht nur um das geht, was man da zu Hause macht. Das Thema Geschlechtskrankheiten. Das Thema Verhütung. So viele haben überhaupt keine Ahnung. Das ist ja die Mentalität. Man darf nicht drüber reden. Sex, das ist schlecht, das ist grob, das ist verdorben. Und alle denken, wenn man einem Kind etwas von Sex erzählt, dann will es das selbst versuchen. Das St. Petersburger Musikgymnasium, in dem Olga als Biolehrerin gearbeitet hat, hat ihr gekündigt. Eltern haben sich darüber beschwert, dass sie bei Instagram Sexualaufklärung betreibt. In ihrer Küche antwortet sie live auf Fragen. Ihr Insta-Kanal ist nur für Erwachsene. Sie hat auch ein kleines Buch geschrieben darüber, wie man mit Kindern über Sex redet. Denn schon die Kleinsten müssten wissen, wo sie niemand anfassen darf. Eigentlich ist das schon was für den Kindergarten, für Kinder von 3 bis 7 Jahren. Dabei ist das Thema Sexualkunde selbst an den Schulen tabu. Nur ein wenig Anatomie wird unterrichtet, in Klasse 8. In der Fachbuchhandlung für Lehrmaterial zeigt Olga, was so auf dem Markt ist. Groß ist die Auswahl nicht. Was haben wir hier? Den Aufbau der Geschlechtsorgane. Doppelter Chromosomensatz. Befruchtung. Natürlich nur über den Aufbau der Organe. Und dann kommt die körperliche Entwicklung und Schwangerschaft. Und das war's. 5 Seiten, mehr nicht. In der gesamten Schulzeit. Nichts über Verhütung, nichts über Geschlechtskrankheiten. Das kommt alles überhaupt nicht vor. Von 44 europäischen Staaten, in denen die Vereinten Nationen 2017 Daten erhoben haben, gaben 7 an, keine Sexualkunde in den Schulen zu unterrichten. Russland, das flächenmäßig größte Land der Erde, gehört dazu. Kasia
Kasan an der Wolga. Eine Großstadt, 800 Kilometer östlich von Moskau. An den Wochenenden wird geheiratet, wie überall im Land. In Weiß, das muss sein, selbst im Winter. Das prächtige Gebäude des Standesamts symbolisiert einen großen Kessel. Der Kochtopf, um den die Familie sich sammelt. Traditionelle Werte. Je tiefer man in die Provinz fährt, umso wichtiger werden sie. Hier in Kasan wohnt Irina Wolinets. Sie hat schon mal als Präsidentin kandidiert, zog die Kandidatur aber zugunsten Putins zurück, weil der ein gutes Programm zum Schutz der Familie habe. Als Mutter findet sie, Kinder sollten bloß nicht zu früh mit dem Thema Sexualität in Berührung kommen. Ich habe drei Töchter. Die älteste ist schon 19. Ich erziehe meine Mädchen möglichst ohne Zwang. Die 19-Jährige ist ja quasi schon volljährig. Ich erkläre ihnen, dass man es auch so sehen kann. Es ist cool, wenn sie ihre Jungfräulichkeit bis zur Ehe behalten. Das ist nicht altmodisch, das ist cool. Ich kenne viele Eltern, die so denken und die zum Beispiel kategorisch dagegen wären, wenn man ihren Kindern in der Schule erzählt, dass Homosexualität etwas Normales und Gutes ist. Es gibt sogar ein Gesetz, das Kinder vor, so wörtlich, schädlicher Information schützen soll. Zu viel Wissen über Sex gehört dazu. Irina ist Vorsitzende des Nationalen Elternkomitees und findet das Gesetz genau richtig. In den Märchen heißt es doch nicht ohne Grund immer nur, sie haben geheiratet und dann kamen die Kinder. Da steht nichts darüber, was die da unter der Decke veranstalten. Für die kindliche Psyche reicht das. Wenn man Einzelheiten erzählt, dann ist das, als würde man eine Plombe von einem Mechanismus abziehen, der dann losgeht. Und es kann zu früh sein für das Kind, sodass es aufhört, sich normal zu entwickeln. Die Eltern in Russland, jedenfalls die, mit denen ich rede, die wollen nicht, dass man ihren Kindern in der Schule Phallus-Imitationen zeigt und ihnen erklärt, wie man Kondome drüber zieht. Wenn wir so tun, als würden Kondome vor allen Übeln schützen, dann stimmt das nicht. Die Kinder denken, sie seien geschützt und werden noch verleitet. Dabei wünscht sich eine Mehrheit in Russland, dass an den Schulen Sexualkunde unterrichtet wird. 60% sind dafür. Allerdings sagt eine Mehrheit auch, dass das zentrale Thema bei der Aufklärung die moralischen Aspekte sexueller Beziehungen sein sollten. Mitten im Moskauer Zentrum liegt die kleine Maria-Himmelfahrtskirche mit einer ungewöhnlich jungen Gemeinde. Vor Corona war die Messe jeden Sonntag voller junger Leute. Das liegt an Vater Alexei, der ist hier sehr beliebt. Und er hat eine Art Single-Club gegründet. Nebenan in der Pfarrküche wird geschnippelt und geschmiert fürs Clubtreffen. Denn immer sonntags nach der Messe lässt Vater Alexei einen neuen Geist in die alte Kirche. Ein bisschen nachhelfen. Denn Vater Alexei organisiert hier eine Art Heiratsvermittlung. Ich habe mal einem jungen Mann geholfen, der wollte eigentlich Mönch werden, hat aber gemerkt, dass das nichts für ihn ist. Ich habe gesagt, du bist rothaarig. Guck mal, da hinten steht auch eine Rote. Geh mal hin und mach dich bekannt. Und es hat funktioniert. Ein wenig wie Speed-Dating. Nur in der Kirche. Vor Corona kamen manchmal 200 Leute her. Die Damen meist leicht in der Überzahl und mit Kopftuch oder Mütze, wie sich das in einer orthodoxen Kirche gehört. Beim Tee ein wenig plaudern. Vielleicht wird ja mehr draus. Auch Tanzkurse organisiert der Kirchenclub. Sie lernen Walzer, Quadrille, Polonaise und Polka. Alles, was früher am Hofe des Zaren so getanzt wurde.
Sie sind konservativ und sie sind alle auf der Suche. Wer hierher kommt, hat ernste Absichten und Moralvorstellungen, die es nicht einfach machen, jemanden zu finden. Jekaterina und Jewgeni haben sich beim Tanzen im Kirchenclub kennengelernt. Beide haben lange gesucht. Familie, Ehe. Für beide sind das sehr wichtige Themen. Diese Tanztees, die Jekaterina mitmacht, habe ich früher manchmal gefilmt. Ich mache ja Videos. So bin ich dazugekommen. Da haben wir uns dann ab und an gesehen, bestimmt 7 Jahre lang. Genau. Und dann plötzlich hat das gefunkt. Und dann? Vor 2 Jahren war das. Und dann haben wir beschlossen, eine Familie zu gründen. Ich bin sehr gläubig, schon seit meiner frühesten Kindheit. Und unser Beichtvater, der Priester aus unserer Kirche, der auch den Club gegründet hat, der ist sehr streng in dieser Frage. Vor der Ehe darf nichts passieren. Ich weiß nicht, aber wenn wir schon darüber reden, für mich ist Jewgeni der erste Mann. Und ich bin nicht mehr 20 und ich bin auch nicht mehr 30. Im Oktober haben wir geheiratet, erst danach begann unsere Beziehung, obwohl wir vorher Gelegenheit gehabt hätten. Auch beim Thema Sexualkunde sind sie sich einig. In der Schule nur das Nötigste. Der Rest gehöre in die Familie. Ich meine, das ist eine reine Erziehungsfrage der Familien. Ja. Man muss, wenn Eltern es zulassen, dass ein Mädchen schon mit 16 schwanger wird, dann ist das allein die Schuld der Eltern. Ja, genau. Nicht nur die Kirche gibt den konservativen Ton in der Gesellschaft vor. Einmal im Jahr hält Russlands Präsident Wladimir Putin seine große Pressekonferenz. Der Mann, über dessen Privatleben kaum etwas bekannt ist. Außer, dass er sich 2013 von seiner Frau hat scheiden lassen. Laut einer Online-Umfrage ist er der attraktivste Mann Russlands. Bei seiner Pressekonferenz geht es längst nicht nur um Politik. Streckenweise wirkt sie wie eine Moralpredigt. Gleich mehrere Fragen kommen zum Thema Familie und Sexualität. Die Leute kriegen keine Kinder mehr. Und wenn man die vielen Scheidungen sieht, dann könnte man denken, wir hätten auch das Familienleben verlernt. Was ist der Grund dafür? Das sind doch Krankheiten. Und womit hängt das zusammen? Die Interessen haben sich geändert, unter anderem auch die der Frauen im gebärfähigen Alter. Und was die geistig-moralische Komponente betrifft, tja, da haben Sie natürlich recht. Karriere und Wohlergehen sind wichtige Dinge. Aber das Glück, die Freude von Vaterschaft und Mutterschaft sind wichtiger als materieller Wohlstand. Dieses Verständnis müssen wir immer wieder sehr ruhig und ohne jeglichen Zwang in das Bewusstsein unserer Menschen bringen. Ein Journalist fragt nach dem, was er systemische Probleme westlicher Gesellschaften nennt. Er meint damit gleichgeschlechtliche Ehen, Transpersonen. Homosexualität. Was halten Sie von dieser neuen Ethik? Wird dies alles auch nach Russland kommen? Dass das alles auch zu uns kommt, ist unausweichlich. In der heutigen Zeit mit Internet und allem. Es wird zu uns kommen. Genauso wie die Pandemie, die Coronavirus-Infektion. Da gibt es immer neue und neue Varianten. Daran kommen wir nicht vorbei. Wir müssen nur ein geeignetes Gegenmittel suchen. Aber wenn jemand denkt, Frau und Mann seien dasselbe, dann bitteschön, meinetwegen. Aber es gibt doch auch einen gewissen gesunden Menschenverstand. In Kasan ist Irina mit all dem einverstanden. Es werde Zeit, sich auf die eigenen, die russischen Werte zu besinnen, sagt sie.
Es war nicht modern, Jungfrau zu bleiben, als ich jung war. Jetzt ändert sich das. Als der eiserne Vorhang fiel, die Sowjetunion zusammenbrach, da ging es richtig los. Wir hatten hier eine sexuelle Revolution. Aber jetzt kommt das Konservative zurück, die patriarchalen Werte, die Traditionen. Ich finde nicht, dass das schlecht ist. Im Moskauer Gorki Park sind die Wege geflutet. Eine riesige Eisbahn. Vor allem am Abend sind hier viele Pärchen unterwegs. Richtig romantisch ist die Stimmung. Man muss lange suchen, um Leute zu finden, die bereit sind, über Sex zu reden. Aber die, die es machen, sind sich absolut einig. Sex vor der Ehe? Sehe ich positiv. Nur so kann man gucken, ob es passt, ob man Spaß hat miteinander. Wie soll man heiraten, ohne das zu wissen? Das ist wie eine Art Check vor dem ernsten Schritt der Ehe. Ich bin dafür. Sex vor der Ehe muss sein. Denn wenn wir körperlich nicht zusammenpassen, kann die Ehe scheitern. Das können auch Kinder nicht mehr kitten. Weder Eltern noch Schule noch Uni. Aufklärung hatte ich nicht. Wenn, dann eher durch Freunde, aber sonst nichts. Bei mir war es genauso. Ich habe es mir irgendwie selbst beigebracht. Komischerweise gilt es als okay, wenn wir in Filmen sehen, wie jemand getötet wird. Ich fand das immer seltsam. Wir gebären Kinder und wir haben Sex. Das ist doch viel natürlicher als das Töten. Aber das zeigen sie uns nicht. Mit 14 wissen doch alle schon Bescheid. Ob von der Straße oder aus dem Internet. Ich finde deshalb, man muss schon die ganz kleinen Kinder aufklären. Schrittweise, als Vorbereitung. Es gäbe dann weniger Fehler beim Erwachsenwerden. Und es gäbe weniger ungewollte Schwangerschaften. Obwohl die Zahl der Geburten bei Teenagerinnen in Russland in den letzten 20 Jahren um die Hälfte gesunken ist, liegt sie immer noch weit über der in den Ländern der EU. In Russland werden 19 von 1000 Mädchen im Teenageralter Mutter. Zum Vergleich, in Frankreich sind es 5, in Deutschland 8. Das und wie man verhüten kann, das erfährt die Mehrheit in Russland entweder aus dem Freundeskreis oder schlicht durch Ausprobieren. In Ländern mit guter Aufklärung gäbe es weniger Abtreibungen und weniger schwangere Teenies. So einfach sei das, sagt die Gynäkologin Ljubow Jerofejewa, die auch als Expertin für die Weltgesundheitsorganisation arbeitet. Russland hinke in all diesen Fragen meilenweit hinterher. Über Sex zu reden, das falle selbst in ihrem Beruf, in der Gynäkologie, vielen schwer. Soll die Frau auch Befriedigung beim Sex spüren? Oder ist das nur für Männer vorgesehen? Mit solchen Fragen kommen die Frauen zu uns, weil sie vielleicht nie im Leben einen Orgasmus hatten und nicht wissen, was das ist. Sie wollen vielleicht, aber keinen Orgasmus zu haben, ist für sie die Norm. So als solle das nicht sein. Auch Verhütung sei ein Riesenthema. Aber für Pille oder Spirale müsse eine Frau regelmäßig zum Arzt. Und für viele sei der Gang zur Gynäkologin immer noch eine Überwindung. Auch weil da die Nachbarin sitzen könnte. Und die könnte denken, man habe ein Problem. Deshalb sind in Russland vor allem zwei Verhütungsmethoden üblich. Das ist der unterbrochene Geschlechtsakt, der eigentlich gar kein Verhütungsmittel ist, und das Kondom. Ungefähr 65% aller Paare verhüten so. Beide Methoden, das heißt also die in Russland gebräuchlichsten Verhütungsmethoden, liegen in der Verantwortung des Mannes. Olga Schokoljewa in St. Petersburg. Die Biologielehrerin, die ihren Job verloren hat, macht weiter mit ihrem Instagram-Kanal für Erwachsene. Erklären, was erklärt werden muss, sagt sie, damit die es an die Jüngeren weitergeben.
Selbst in den Abschlussklassen glauben viele noch, dass Mädchen mit einem Tampon nicht pinkeln können, dass sie den Tampon vorher jedes Mal herausnehmen müssen. Überhaupt, es gibt so viele Mythen rund um alles, was mit Sexualität zu tun hat, dass man beim ersten Mal nicht schwanger werden kann. Das glauben sogar Erwachsene noch. Irgendwann, sagt Olga, müsse es ein Umdenken geben in Sachen Aufklärung. Sexualkunde, das will keiner verstehen, geht vor allem um Gesundheit und um Sicherheit. Bei uns will keiner wahrhaben, dass die Kinder irgendwann anfangen mit dem Sex. Aber so ist es und so war es immer. Aufklärung in Russland. Für Olga eine Mission. Für viele andere ein Tabu.